Also persönlich stehe ich ja überhaupt nicht davor. Das hat auch einen Grund. Wie viele von Ihnen vielleicht noch nicht gewusst haben, also es ist so, dass Bram Stoker seinen Dracula-Roman an und für sich nicht in Transsilvanien angesiedelt hat, sondern in der Steiermark. Das ist bitte wirklich wahr. Ja? Sie können es in der Wikipedia nachlesen. Er wollte Dracula in der Steiermark spielen. Können Sie sich das vorstellen, ja? Graf Dracula in einem Steirer Anzug? Es nähert sich der obligate Dorfbewohner. Sein Hinterfürst der Finsternis! Das kannst du vorstellen! Wem gehören die langen Zehnt? Graf Dracula, der erste Vampir, der einen kropferten Hals beißt. Bram Stoker hatte sich aber dann doch anders überlegt, weil es nämlich unlogisch wäre, weil bei uns in der Steiermark sowieso alle nach Knoblauch stehen. Und das vertreibt er bekanntlich die Vampire. Warum war die Klassnik dann so lange Landeshauptmann? Aber es hat schon etwas, ne? Ich meine so, Mary Shelleys Frankenstein in Wien, Großfeldsiedlung, Gemeindewohnung, der Blitz schlägt ein, das Monster beginnt sich langsam zu bewegen und der Baron Frankenstein, mein triumphierend Scherzenbollert, es lebt. Da hat den Ofen, der passt nicht ein, in den Kassonier. Igor, hol mal Hüsen. Und der Igor meint, Mann, oh, das ist wieder typisch. Der Meister ruft und wer darf laufen? Der Igor aus Düsseldorf. Scheiß Ösi. Warum wiederum geguckt, Saisonier? Oder Werwölfe, ja? In Tirol, ja? Wenn der Vollmond aufgeht über der Bergiselschanze und ein Tiroler Skilehrer schwankt. Herrlich! Jetzt kann ich mir endlich selber die Eier löschen. Oder King Kong, ja? King Kong, der Monsteraffe. King Kong in St. Pölten. So. Grüß Gott, Herr Landeshauptmann. Oder Dr. Jekyll, Mr. Hyde in Kärnten, ja? Sein Typ, der die Persönlichkeit öfter wechselt als das Hemd. Der ist einmal da, dann ist er wieder weg, dann ist er da, dann ist er wieder weg. Der sich gern selber spaltet. Sehen Sie, und genau deswegen mag ich keinen Horror.